Servus Leute, ich hatte endlich mal wieder ein Spiel bei der U17 und das bei einem Spitzenspiel und zwar gegen den TSV Murnau. Der TSV Murnau ist im Moment Vierter, wir sind Zweiter und mit einem Sieg gegen uns können die einen Punkt an uns anrücken. Leider stand heute nicht das Sportliche im Mittelpunkt, sondern ein sehr, sehr blödes Ereignis, ein scheiß Ereignis, wenn ich das so sagen darf. Dazu aber später mehr. Ich zeige euch heute viel lieber den Bericht vom Spielerischen, vom Spiel selber, wie es gelaufen ist, bevor es eskaliert ist. Ich finde, das war ein geiles Spiel. Let's go! Heimstetten gegen Unterpfaffen hoch. Weiß ich nicht wie viel, aber haben verloren. Heimstetten hat verloren. Unterpfaffen hoch. Also, James. Go! Direkt kommt super. Das Ende, was ich angekündigt habe, beziehungsweise der Spielabbruch plus die Szenen und die Auswirkungen auf unseren Trainer, auf uns und auf unseren Verein sind einfach ungerecht und unfair. Vor allem für etwas, was wir nicht mal in so einer Art gemacht haben. Wie gesagt, die Szenen darf ich euch rechtlich im Moment leider nicht zeigen. Falls das Sportgericht die Szenen freigibt und ich die zeigen darf, dann mache ich das so schnell wie möglich. Bis dahin, bleibt sportlich, meine Freunde, und stay tuned, euer Bobby.